Hallo und herzlich willkommen, liebe Modbox-Freunde. Wir gucken uns heute unter Diverses bei Werkzeugen die mobile Produktion an. So wie man schon sieht, können wir da natürlich mehrere Produkte reinmachen, die in verschiedene Sorten wieder produziert wird. Das ganze gute Stück kostet uns 152.000 in Anschaffung, 7.752 im Leasing. Wir haben 60.000 Liter Füllvolumen und wir brauchen Minimum 250 PS. Wir haben natürlich diverse Hauptfarben sowie diverse Felgenfarben und leider keine Konfigurationsmöglichkeiten. Brauchen wir aber auch nicht. So, dann gucken wir uns das gute Stück hier einmal an. Sieht so schon mal nicht schlecht aus, bis auf so ein paar kleine, ja, optische Fehlerchen, aber das soll jetzt auch nicht das Problem sein. Die macht so auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Schlauchpakete sieht auch gut aus. Zapfwelle sieht gut aus. Ja gut, hier unten Kugelkopf. Also die K80 könnte ein Ticken besser ausschauen, aber das sollte dann jetzt nicht unser Problem sein. So. Sieht so auf den ersten Blick schon mal nicht schlecht aus. Die Reifen sind schön detailliert. So, da wollen wir das gute Stück einmal aufklappen. Denn wie man jetzt hier unten an den grünen Anhänger sieht, ich habe da schon mal was vorbereitet. So eine Kleinigkeit. So. Funktioniert alles wunderbar schon mal. So, dann wollen wir mal starten und auch die Produktion mal anschmeißen. Muss natürlich leider laufen, wie man sich kennt. So, jetzt haben wir hier 45.000 Liter Mist. Die kippen wir jetzt einmal jetzt hier rein in die mobile Produktion. So, und da wollen wir mal gucken, was aus der Mist dann hinterher wird. So. Jetzt haben wir jetzt die 45.000 Liter Mist jetzt drin. Und jetzt fahren wir einfach mal unter das Rohr, sage ich jetzt mal, runter. Und wir bekommen Dünger raus. Natürlich generiert die Produktion die mobile 1:1, also ihr schmeißt 45.000 Liter Mist als Beispiel rein und kriegt dann dafür 45.000 Liter Dünger. So, das sieht so schon mal recht gut aus. Da bist jetzt auf jeden Fall hier jetzt an dem originalen LS-Anhänger so ein bisschen, aber ja. Also hat es schön entladen, ist natürlich jetzt auch leer gelaufen, wenn man hier sehen, es ist auch nichts mehr drin. Ja, also ich finde, sie sieht nicht schlecht aus, sie macht einen guten Job und sie wirft auch keine Fehler im Singleplayer. Wie es jetzt auf dem Didi-Server ausschaut, kann ich leider nicht sagen. Da, wie gesagt, ich es im Singleplayer getestet habe. Wenn euch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen da, lasst natürlich gerne ein Abo da und natürlich die Glocke nicht vergessen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video und ich würde mich freuen. Habt einen schönen Tag und macht's gut.